Auch wenn wir die Welt im Großen nicht verändern können, im Kleinen kann wohl jeder etwas tun. Nach diesem Motto handelt Raoul Krauthausen. Eine unheilbare Krankheit fesselt ihn an den Rollstuhl, aber von Resignation bei ihm überhaupt keine Spur. Ganz im Gegenteil, trotz eingeschränkter Mobilität ist er äußerst aktiv und kreativ. Und er setzt sich für andere ein, als einer der Sozialhelden. Es ist irgendwas cool, wenn wir mit denen eine Kooperation machen können, weil die schon ganz viele große Organisationen in Kanada kennen. Ja. Und die können uns dann Vorbereitung auf einen Kongress, denn auch international sind sie inzwischen gefragt und aktiv, die Sozialhelden aus Berlin. Teambesprechung im neuen Büro, das von einer Immobilienfirma gesponsert wird. Kopf und Gründer des Vereins, der seit 7 Jahren existiert, ist Raoul Krauthausen. Das ist im Prinzip aus dem Kopf von meinem Cousin und mir geboren. Wir hatten immer gesagt, wir wollen uns engagieren. Oder wir wollen gemeinsam etwas tun, gerne auch engagieren. Wir machen es nicht wegen des Geldes, sondern weil wir einfach das Gefühl haben, wir sind irgendwie kreative Menschen, wir könnten ja mal was versuchen. Das erfolgreichste Projekt der Sozialhelden, das immer noch weiter wächst, ist die Wheelmap. Die Wheelmap ist eine Online-Karte, die weltweit funktioniert. Das heißt, ich kann über den Webbrowser oder mit meinem Mobiltelefon Orte, egal wo auf der Welt, markieren, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Die Idee für ein solches Infoportal für mobil eingeschränkte Menschen ist simpel, aber genial. Sie wurde in einem Schöneberger Café geboren, das immer als Treffpunkt diente, als die Sozialhelden noch kein eigenes Büro hatten. Das Problem war eben, dass wir gar nicht wussten, welche anderen Orte eigentlich noch rollstuhlgerecht sind. Und dann dachten wir, man müsste das doch mal nachhaltig lösen, sozusagen mit einer Karte, wo man einfach schon vorher sehen kann, welche Orte sind eigentlich rollstuhlgerecht. Und wenn man welche findet in der Stadt, kann man sie vielleicht auch markieren, dass andere Leute, die das gleiche Problem haben, eben schon vorher wissen, ob sie hingehen können oder nicht. So wie Raoul selbst liefern inzwischen weltweit Menschen ständig neue Informationen für die Wheelmap, einfach in ihrem Alltag. Die Commerzbank ist nicht rollstuhlgerecht. Sekunden später ist eine solche Information in der Wheelmap eingetragen. Es geht also immer darum, etwas einfach zu machen, aber eben auch etwas Sinnvolles zu machen und das irgendwie miteinander zu kombinieren. Und vielleicht sogar so modern oder so fancy, dass es auch Spaß macht. Überall im Alltag entdecken die Sozialhelden solche Möglichkeiten, die Welt ein bisschen besser zu machen. Zum Beispiel beim Einkaufen mit dem Projekt Fantastisch Helfen. Da ist die Idee, dass Kunden die Möglichkeit bekommen sollen, in Supermärkten, wenn sie ihr Leergut abgeben, also Pfandflaschen, den Pfandbon, den man dann bekommt, einfach zu spenden für einen sozialen Zweck. Die Sammelboxen bei Kaisers bringen 100.000 Euro im Jahr für die Berliner Tafel. Apropos Geld, die Sozialhelden sind eine Non-Profit-Organisation, die sich durch Spenden, Sponsoren, öffentliche Zuschüsse und ehrenamtliche Arbeit finanziert. Der ehemalige Radio Fritz-Redakteur Raoul kann sich neuerdings ganztags dieser Arbeit widmen. Die internationale Organisation Ashoka, die weltweit soziales Unternehmertum fördert, hat ihm nun für 3 Jahre ein Stipendium gewährt. Ein Adelsschlag für das Engagement und die originellen Ideen. Doch die Sozialhelden sehen sich nicht als selbstlose Wohltäter. Wir wollen etwas Gutes tun, mit Spaß dabei, mit Leidenschaft, mit dem Willen, professionell, effizient unterwegs zu sein und dabei ganz viel zu lernen. Also wir machen Fehler und das ist auch okay, das ist erlaubt. Und wir wollen eigentlich das Ganze machen, um uns selber auch weiterzubringen. Und wenn dabei was Gutes bei rausspringt, dann ist es natürlich für alle ein Gewinn. Aber es sollte auf keinen Fall das schlechte Gewissen sein, weswegen man sich engagiert. Und das Prinzip gelebte Zivilcourage soll nun auch Schule machen bei der Sozialhelden Sommerakademie.